ist aber noch weiter zum Glück am Leben geblieben für die Berliner, die jetzt hier eine relativ gute Position auf dem Punkt haben mit dem D-Mac von Nuke. Ja, die Berliner sind momentan auf der Situation, dass sie Lane Link alles geben wollen, mehr weil jetzt ist die Barrier oben, die rettet sie so ein bisschen, kommt aber nicht komplett durch mit der Graviton, um das wirklich durchzuhalten. Shatter bringt sie auch noch auf der Seite. Berlin will jetzt diesen Punkt haben, wollen nicht weiter aufgehen. Der Reaper ist der letzte Überlebende und wird jetzt auch ausgepickt. Ja, aber erstmal ist es wieder Guldräber, der mit dem Primal Rage hier reingeht und für die Verwirrung stiftet, die Micha Braun noch brauchen kann, dann schön über die rechte Flank den Damage von Hanzo austeilen. Für den Kill reicht es noch nicht, aber man hat auf jeden Fall den Pressure da, den man sucht. Yondaime mit dem High Noon, erster Pick, zweiter und dritter folgen sofort und damit gehen wir gleich für uns auf einmal unter eine Minute. Oh, die schleichen daran vorbei, Wir sehen das. Oh, und sie wurden nicht gespottet. Drei Picks kommen da von der rechten Flanke. Die Berliner haben sich da einfach an den Kanälen versteckt und die Mischung auszuspawnen überrascht. Trotzdem haben wir das jetzt eine gefährliche Situation. Man kann nicht richtig ausmachen, wer den Fight gewinnt. Es ist aber eigentlich hier der Spawn-Advantage für die Münchner, die sie ja einigermaßen über die Runden bringen müsste. Zu dritt gegen dritt auf den Punkt ist gefährlich, dass die Berliner das hier durchgezogen bekommen. Auch wenn die Verstärkung jetzt dank Teleporter weiter da ist, müssten hier die Münchner langsam zum Aufräumen kommen. Jetzt auch mit der Valkyrie am Start. Und da sind es jetzt die Picks in Folge, die wahrscheinlich den Fight interrupten werden. Man geht auch schön über den Highground, also man versucht da auch wirklich jeden Vorteil, den man hat, ausspielen zu können. Prinz Valium findet da direkt den Engage und dann auch noch auf die Mercy, das ist der Pick. Das wird ja wahrscheinlich schon reichen. Der Shatter holt sich dann auch nochmal Blueballer ab und dann mit der zweite Pick, der dritte Pick mit dem High Noon. Und das ja, verspricht nichts Gutes hier für St. Augustin. Die Winkel gut zu finden, da hat das Turret auch schon ein Ziel gefunden. Die Ult Charge spielt aber nicht gerade in die Karten und da ist er der erste Pick direkt auch wieder raus. Oh, und dann noch der dicke Chat hinterher, wird das Fenster komplett negiert. Drei Mann liegen auf dem Boden, drei Mann werden hier von Prinz Valium und das muss zusammengeprügelt, dass sie wieder zurück ins Spawn müssen. Sollte geklärt sein, aber sie wollen es noch nicht aufgeben, die Göttinger. Da ist auch noch die Orisa, musste gerest werden. Kriegen jetzt immer auch weiterhin ihre Punkte hin, aber es gibt wenigstens noch einen Kampf für Isuk da auf jeden Fall, um was zu machen hier. Da wird ein weiterer Pick rausgepackt, da werden die zwei Picks noch rausgepackt. Jetzt ist der McCree noch da, der dem Hock ein bisschen noch Stress macht, aber... Und gut Ult fahren, muss man sagen. Aber da geht die Sari erstmal baden, dass der Punkt jetzt